Was geht ab, meine lieben Freunde? Wir sind gerade auf eine alte Aufnahme von Arafat und Flair gestoßen. Es handelt sich um ein heimlich aufgenommenes Gespräch. In dem Gespräch geht es um Manuelsen. Arafat beleidigt Manuelsen in diesem Gespräch nicht nur als Haarsohn, sondern sagt auch rassistische Dinge, die wir nicht aussprechen wollen. Für einen gläubigen Menschen wie Arafat, so stellt er sich gerne dar, ist es absolut peinlich und menschenverachtend. Und wir sind es langsam leid, ständig sowas von ihm zu hören, da er mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste ist und sowas gehört sich einfach nicht. Falls du das hörst, Arafat, hör einfach damit auf, es reicht. Erst hast du eine Volksgruppe beleidigt, nämlich die Kurden, dann eine Religionsgruppe, und zwar die Jesiden, und jetzt sowas. Es reicht einfach. Nigger, auf einmal macht er Best Friends mit dir? Ganz ehrlich, der Typ? Manuel, der ist sowieso manchmal ein bisschen durch den Wind. Hat er mir erzählt, ich habe ihn erwischt, über den Hände? Ja, ich weiß. Danke, mein. Ich schwöre auf Allah. Wenn du mir nicht glaubst, da hat er seine ganze Bank auf. Danke, mein. Okay, wir hätten das übernehmen. Steh auf, du Nigger, du Fotze, du Hure, du. Mach was. Komm, das war alles Hardy. Ich hab alles auf Hardy geschaut. Hör mal zu, du Bastard. Kadi. Das ist das Thema. Jakob. Hör mal zu, du Bastard. Wem gehört diese Karte? An mir. Was hat Hardy damit zu tun? Also er leitet das. Du, das kannst du deiner Großmutter erzählen. Schreib. Er ruft an. Weißt du was? Deine Mutter wird schon aufgestanden. Sag, was? Was soll ich schreiben? Komm, schreib, dass du ein Hurensohn bist. Er hat geweint. Und ich schwöre dir, ich persönlich werde seine Karriere zerstören. Manuelsen? Wallah. Ich werde ihn alles, ich werde ihm diese Band laufen lassen. Hör, wie er geweint. Wein. Hast du mit sein? Du Mann. Hast du mit sein, oder? Hab ich nicht hier. Ich schwöre dir, hab ich nicht hier. Wallah, ich zeige es dir. Er weint. Okay? Auf einmal sagt er mir, davor kann ich mit dir reden. Abi, kann ich mit dir reden? Was haben wir zu reden? Mein Freund, mal gucken, was er. Weißt du, was der mit den Eltern sagt? Die sagen doch eh alle in die Hölle. Kannst du mich nicht hören? Du Hurensohn, du! Verkaufst ihn einen Atemzug. Ich schwöre, alles auf Band. Dieser Huren. Vater, lass ihn. Ich bin so. Ich habe mich auch gewundert, warum er danach den Tag nochmal so ruhig geworden ist. Ich bin voll gewundert. Wo, weißt du was? Wo er von Facebook geschrieben hat, bla, und dann den Tag. Haben die gesagt, ey, du hast Berlin-Verbot, du Bastard. Und der gegen Rassismus ist der größte Hurensohn zu Soße für mich. Ist der größte Bastard überhaupt.